Wie man sich selber eine Feige aus Steckling ziehen kann, zeige ich in diesem Video. Hi, ich bin Art vom Kanal Bodenständig und ja, Feigen klappen immer besser. Die Sommer werden immer heißer und trockener, deswegen mögen die Feigen das hier eigentlich ganz gerne mittlerweile in Deutschland. Auch die Überwinterung ist kein Problem, zumindest hier bei uns am Niederrhein. Genau. Und wenn ihr auch einen Baum haben wollt, müsst ihr nicht unbedingt einen in der Baumschule kaufen, sondern wenn ihr irgendwo einen schönen Baum seht, könnt ihr auch davon Stecklinge nehmen und das zeige ich jetzt, wie das funktioniert. Diese Feige hier habe ich durch Stecklinge vermehrt von einem größeren Baum, den zeige ich gleich und da holen wir uns auch gleich die Stecklinge. Also ihr seht, es klappt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich glaube, der müsste jetzt so an die 6 Jahre alt sein. Im Topf wachsen die natürlich nicht so schnell, wie als wenn ich den jetzt auspflanzen würde. Aber das Problem ist, wir haben jetzt glaube ich schon 1, 2, 3, 4 feste Feigenbäume stehen. Und so viele Feigen brauchen wir auch nicht, deswegen lasse ich den einfach im Topf. Funktioniert ja auch gut. Nur, man muss dazu sagen, die Früchte werden nicht reif, beziehungsweise fallen vorher ab. Ich denke mal, weil die Pflanze einfach manchmal zu unterversorgt ist, der Topf wird zu trocken und so weiter. Und dann schmeißt der Baum die Früchte ab. Aber ja, also wenn ihr die Chance habt, rauspflanzen. Wenn nicht, dann im Topf. Und jetzt gehen wir zum Baum. Der Feigenbaum hier stand auch mal in einem Topf. Den habe ich dann ausgepflanzt und seitdem ist er dann auch nochmal richtig groß geworden. Im Innenhof haben wir noch einen größeren, aber ich glaube, da sitzen gerade meine Eltern und frühstücken, deswegen filmen wir nur den hier. Genau, die Sorten weiß ich leider nicht, weil der zum Beispiel geschenkt war. Die anderen habe ich halt über andere Steckhölzer vermehrt, wo ich die einfach genommen habe. Das ist natürlich dann ein bisschen schade, aber ich nehme dann halt auch nur welche von Bäumen, wo ich weiß, die Früchte sind besonders lecker oder tragen relativ viel und lange. Darauf solltet ihr achten. Nicht, dass ihr dann irgendwie eine Sorte habt, die eigentlich gar nicht so besonders ist. Genau. Beim Steckholz schneidet ihr mit einer scharfen Gartenschere einen Trieb ab. Kann verholzt sein, ist ja meiner Meinung nach ein bisschen besser. Kann aber auch hier ein frischer Trieb sein. Und daraus schneiden wir uns jetzt einfach mehrere Steckhölzer. Sollen ungefähr 20 cm lang sein. Aber wie das funktioniert, zeige ich dann noch mal vorne. Wenn euch das Video bis hierhin gefällt, lasst doch gerne ein Like da. Ich würde mich freuen. Und wenn ihr die Videos immer ein paar Tage früher sehen wollt als auf YouTube, geht jetzt auf Watch Better. Das ist eine nachhaltige Videoplattform. Zusammen haben wir schon 17 Bäume gepflanzt mit eurer Watchtime. Also schaut da vorbei. Ich würde mich freuen und jetzt geht's weiter. Hier haben wir jetzt einen Steckling. Der ist noch ein bisschen groß. Hieraus können wir mehrere machen. Und wir schneiden immer knapp unter einem Auge ab und knapp über einem Auge. Und das Ganze an so 20 cm ungefähr. Ich mache jetzt einfach mal so, schneide hier ab, zack. Erster fertig. Am besten ist eigentlich, wenn da auch noch Blätter dran sind, so wie hier. Die können wir einfach abnehmen. Dann schneide ich hier wieder knapp unter einem Auge. So. Und jetzt machen wir... ja, hier. Und das Blatt, würde ich sagen, kürzen wir jetzt ein. Weil, man muss sich vorstellen, der Steckling hat ja jetzt einfach noch keine Wurzeln. Und wenn die Blätter so groß sind, verdunstet da ganz viel drüber. Ja, und der Steckling trocknet aus. Deswegen, ich mache sogar das hier nochmal ab, das Blatt. Und schneide nur den hier ein bisschen ein. Weil sonst wäre mir das zu viel Blattmasse. Und die beiden Stecklinge, ich mache jetzt gleich noch mehr, kommen jetzt hier in einen Topf mit Blumenerde. Man kann die auch im Wasser stellen, Wurzeln treiben lassen und dann eintopfen. Aber das hier spart einfach einen Schritt und funktioniert genauso gut. Oh, reinstecken, andrücken, damit die guten Erdkontakt haben. Und das war's. So, das Ganze wird jetzt natürlich noch angefeuchtet. Das ist immer sehr, sehr wichtig, dass das jetzt feucht bleibt. Deswegen stellen wir das jetzt auch so ein bisschen schattig irgendwo draußen einfach. Also wenn man die Stecklinge macht, sollte es eigentlich schön warm noch sein. Jetzt nicht zu spät im Jahr, weil dann haben die keine Zeit mehr vernünftig einzuwurzeln für den Winter. Auch wenn das wärmeliebende Pflanzen sind, würde ich die jetzt nicht in die pralle Sonne stellen. Weil das Problem ist, wenn der Topf austrocknet und die Wurzeln abtrocknen, dann stirbt halt der Steckling ab.
Deswegen stelle ich das dann so ein bisschen irgendwie in die Hecke, so ein bisschen schattig. Aber auch so, dass ich daran denke, das zu gießen, nicht irgendwie verstecken in der Hecke. Das wäre wiederum auch schlecht. Und ja, in 3 bis 4, 5 Wochen sollten die Stecklinge dann bewurzelt sein. Ich lasse die einfach so bis nächstes Frühjahr stehen. Dann topfe ich in einzelne Töpfe um. Und ja, im nächsten Jahr kommen die Töpfe dann auch nochmal ins Gewächshaus, beziehungsweise dahin, wo der Frost nicht ganz so schlimm ist. Vielleicht habt ihr irgendwie eine Garage, wo ihr die überwintern könnt. Weil als Steckling oder als einjährige Pflanze sind die halt trotzdem noch empfindlich. Deswegen dann halt auch nochmal irgendwo frostfrei überwintern. Und dann könnt ihr die raussetzen im praktisch zweiten oder zweieinhalbten Jahr oder wie man das sagt. Ihr wisst, was ich meine. Das war es jetzt hier schon soweit vom Feigensteckling machen. Ist eine super Sache, lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall noch ein paar mehr Stecklinge machen, weil es gehen halt doch viele immer hops. Und da hat man halt die Wahrscheinlichkeit größer, dass ein paar schöne, gute überleben. Genau. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.